und herzlich willkommen zur Kinderpressekonferenz vom Volkswagen Sachsen und vom FSV Zwickau. Neben mir sitzt Johannes Brinkies und Mike Könige und wir freuen uns auf eure Fragen. Was war als Kind dein Traumberuf? Hallo erstmal, schön, dass es hier von unserer Seite, schön, dass es geklappt hat, auch mal in dieser Runde. Das ist für uns, Mike, ich will jetzt nicht für dich sprechen, aber ich glaube, du saßt auch das erste Mal jetzt hier. Ja. So, normal sitzen hier immer die Trainer und lassen das Spielrevue passieren. Was war mein Kindertraum? Also klar, ich wollte, glaube ich, wie ganz viele, ich wollte Feuerwehrmann werden, so als kleiner Junge. Aber dann kam schon tatsächlich das Fußballspielen. Und ich habe so Spaß daran gefunden, dass ich das immer weiter forciert habe, immer weiter gemacht habe. Und Gott sei Dank durfte ich dann irgendwann Profi sein. Und bin das bis heute, da bin ich sehr froh drüber. Aber nach Feuerwehrmann werden wollte ich Fußballer werden, ja, tatsächlich. Ja, das ist bei mir ähnlich. Also erstmal hallo, auch von mir. Bei mir ist es ähnlich. Ich habe auch relativ zeitig schon mit Fußball angefangen, mit 7, glaube ich. Lustigerweise als Torwart. Aber ich bin natürlich nicht so groß gewachsen. Da bin ich lieber als Feldspieler groß geworden. Und wie viele von euch wollte ich schon immer Fußballer werden und habe es zum Glück auch geschafft. Habt ihr ein Vorbild? Erst muss ich dazu sagen, ich bin Torwart geworden, weil ich im Feld, ich habe angefangen im Feld zu spielen, als ich ganz frisch angefangen habe Fußball zu spielen, so mit 6, 7 Jahren. Und da ging mir das alles viel zu schnell. Deswegen bin ich dann ins Tor gegangen, weil wir passenderweise auch einen Torwart brauchten. Das hat dann ganz gut geklappt. Und dann habe ich mich immer für die Torhüter interessiert, wie die das so machen, was die überhaupt so machen. Und meine erste WM war 2002. Die ich so live mitgekriegt habe als Junge. Und da war natürlich Olli Kahn war der Mann bei der WM. Ja, also das war ganz große Klasse, hat mich total imponiert. Und ich wollte immer so sein wie der. Das Torwartspiel hat sich dann trotzdem gravierend verändert, wie ich finde. Es ist wesentlich moderner geworden, wesentlich technischer geworden. Und ja, machen wir uns nichts vor, Manuel Neuer hat jetzt die letzten Jahre wahnsinnig dazu beigetragen, dass dieses Torwartspiel immer besser, immer moderner wurde und ist auch heute noch auf einem ganz, ganz hohen Level, wenn nicht sogar der Beste immer noch mit 34, 35 Jahren. Auch zu dem sollte man aufschauen, denke ich. Ja, bei mir ist es ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an diesen Namen erinnern könnt. Ronaldinho, sagt euch das was? Ja, und das war so in meinem Jahrgang so der beste Spieler für mich, dem ich ein bisschen nachgeeifert habe. Und der war technisch einfach Wahnsinn und ich wollte einfach irgendwann mal so gut werden wie er. Hat leider nicht so ganz geklappt, aber es macht nichts. Bin auch Mittelfeldspieler geworden und spiele halt auf einem anderen Niveau. Und das war mein Idol und hatte auch das ganze Zimmer voll Poster von ihm, Bettwäsche und alles Mögliche. Ja. Was gefällt euch beim SSV am meisten und was nicht? Also ich finde es immer ganz cool, wenn man nach einem hoffentlich gewonnenen Heimsieg dort in der Kurve stehen darf und mit den Fans feiern darf. Einmal die Runde zum sich zu bedanken, dass die Leute gekommen sind und uns angefeuert haben. Das gehört dazu, das muss so sein. Und wenn es dann für uns auch in Form von 3 Punkten geklappt hat, dann macht das immer unheimlich viel Spaß. Dann fällt so eine gewisse Anspannung fällt ab, so eine Last fällt ab, die sich so die ganze Woche aufgestaut hat. Und das ist immer ein richtig, richtig klasse Gefühl, allgemein ein Spiel gewonnen zu haben. Das ist schon, ist genau das, warum man die ganze Woche arbeitet. Und was einem nicht so gefällt, sind natürlich halt die Niederlagen, die leider zum Sport auch dazugehören. Das ist ganz normal, das ist so. Wir sind nach wie vor ein kleinerer Verein in der Liga. Wir haben es mit richtig coolen und harten und schweren Gegnern zu tun, was aber unheimlich Spaß macht. Sich mit denen zu messen, heißt aber auch, dass die nicht ganz so schlecht sind. Und deswegen können wir leider nicht jedes Spiel gewinnen, streben es natürlich an. Aber Niederlage gehört halt auch zum Sport dazu. Und das ist natürlich der Fakt, der nicht ganz so viel Spaß macht. Ich sehe das genauso wie Pommes und zusätzlich finde ich natürlich noch schön die Nähe zu den Fans. Das ist, glaube ich, nicht überall so und das ist echt was Schönes hier und das genießt man natürlich auch, vor allem nach Siegen.
aber auch nach einer Niederlagenserie, dass hier nicht draufgekloppt wird, sondern dass die Fans ruhig bleiben und immer hinter einem stehen. Das ist schon was sehr, sehr Besonderes. Und was mir nicht so gefällt, habe ich nicht so viel, aber ich kann sagen, vielleicht ein kleiner Verbesserungsvorschlag. Ein Kopfballpendel, gerade für mich wäre es nicht schlecht, für so kleine Spieler wie mich, dass die auch mal im Kopfballpendel das Kopfballspiel üben könnten. Und ja, ansonsten gibt es eigentlich nicht viel zu meckern. Was ist euer Lieblingsessen? Dadurch, dass ja einige wissen, dass ich Pommes heiße mit Spitzname, sind es nicht die Pommes. Das will ich mal klarstellen. Liegt schon lang zurück, die Herkunft von meinem Spitznamen. Lieblingsessen, meine Frau macht sehr gute Pasta. Das macht dann schon mal richtig Spaß, das zu essen. Muss ein bisschen aufpassen, wenn man dann zu viel davon isst, dann wird's ein bisschen mehr auf den Hüften. Deswegen immer wohl dosiert. Aber wenn meine Frau Essen macht, aber gerade die Pasta, das ist schon richtig gut. Ja, bei mir ist es so, ich liebe Schnitzel mit Spargel, Soße Hollandaise und Kartoffeln. Das ist schon sehr, sehr lecker. Aber zum Beispiel an Spieltagen liebe ich einfach nur Milchreis. Das esse ich vorm Spiel auch immer. Und ich denke, das geht euch ähnlich, oder? Milchreis geht immer, oder? Ja. Kommt doch an, wie viel. Gegen welche Mannschaft würdet ihr gerne mal in der Champions League spielen? Überhaupt Champions League spielen wäre schon mal große Klasse. Da ist der Gegner auch zweitrangig, ist nicht so wichtig, wer der Gegner ist. Weil es ist halt, höher geht es im Vereinsfußball einfach nicht. Ja, also Champions League ist genau der Wettbewerb, wo wirklich nur die allerbesten spielen dürfen und das auch zu Recht. Ich habe jetzt dadurch, dass Manni Starke Schwester in Wolfsburg Frauen-Bundesliga spielt und die durfte jetzt in der Champions League zum Beispiel gegen Barcelona spielen im ausverkauften Camp Nou. Das natürlich, oder das, was Frankfurt jetzt gemacht hat, international in Barcelona vor unheimlich vielen Fans, das ist, glaube ich, genau das, warum jeder Fußballer werden möchte. Da reden wir nicht von 10, 20, 30.000 Leute, die schon wahnsinnig viel sind, sondern sind es knapp 100.000 Leute dort zum Beispiel. Das ist genau das, warum, glaube ich, jeder so den Traum hat, Fußballer zu sein und auf internationalen Parketten spielen zu dürfen, ist das eine und dann vor so einer Kulisse natürlich das andere. Das sind Erlebnisse, die man sein ganzes Leben lang mitnimmt und auch, glaube ich, gerne davon erzählt. Deswegen wäre so ein Erlebnis schon große Klasse. Weiß nicht, ob wir das mit dem FSV schaffen jetzt in naher Zukunft. Glaube ich, ist ein weiter Weg, aber wir streben zumindest mal an. Also wenn ich es mir aussuchen dürfte, würde ich am liebsten gegen Borussia Dortmund spielen. Weil ich bin auch Fan von dieser Mannschaft und das wäre schon eine geile Sache. Ich habe eine Frage an euch beide. Ihr seid ja jetzt schon einige Jahre hier. Was ist denn euer Lieblingswort oder Lieblingssatz auf Sächsisch? Ich habe da eine kleine Geschichte zu, dass mein Sohn, der wurde in Zwickau geboren. Und er kann schon für sein Alter wahnsinnig gut reden, aber sächselt auch ganz gerne. Und wir kommen von der Küste oben, das ist dann für uns ungewohnt zu Hause, wenn wir dann so einen kleinen Sachsen zu Hause sitzen haben und dann der dann die Wörter auf Sächsisch erzählt. Schon ganz spannend. Ich glaube, Mike, der gar nicht aus Sachsen kommt, aber wahnsinnig gut sächseln kann, das macht immer wahnsinnig viel Spaß, wenn er dann ein paar Wörter dann, oder ein paar Sätze auf Sächsisch erzählt. Vielleicht kann er ja ein bisschen was erzählen. Ja, mein Lieblingswort hier ist Gauf, hier eine Runde und eins, oh ja, super. Das sind so Wörter, die ich gerne mal verwende, so einen lustigen Spruch. Ja, das macht dann schon Spaß und Laune. Meine Frage an euch beide, wer ist dein bester Freund beim FSV oder bei einem anderen Verein? Das ist leicht erklärt bei mir, dadurch, dass ich den Manni Starke schon lange, lange kenne, aus Rostocker Zeit, noch im Nachwuchs, und der auch privat einer meiner engeren Freunde ist, ist es ganz klar Manni Starke. Muss ich ehrlich sagen, ich habe keinen besten Freund oder so. Ich verstehe mich mit allen gut, mache mit allen Spaß und deswegen gibt es da bei mir keinen, wo ich sage, das ist jetzt mein bester Freund. Habt ihr eine FIFA? Dieses FIFA-Spiel? Ja.
Nee, ich nicht mehr. Ich bin aus dem FIFA-Fieber tatsächlich raus. Ich hatte mal, so, als ich so um die 20 war, schon ein paar Tage her, da gerne und regelmäßig, ja. Mittlerweile nicht mehr so mein Ding. Ich leider auch. Also ich habe das auch sehr, sehr oft und sehr, sehr lange gespielt. Abende, Tage lang gefühlt. Aber momentan oder mittlerweile nicht mehr. Okay, Amelie? Gibt es jemanden in der Mannschaft, der immer mal Streiche spielt? Nicht mehr. Nils Mjatke ist nicht mehr da, nee. Leider. Der war gerne mal für sowas zu haben. Streiche spielen in dem Sinne nicht, aber es wird unheimlich viel Blödsinn erzählt. So, auch unter erwachsenen Männern. Das macht dann schon manchmal Spaß, manchmal nervt. Aber das gehört einfach dazu. Und ich würde fast behaupten, dass mehr Blödsinn erzählt wird als richtige, ernsthafte Sachen. Natürlich am Spieltag nicht, ist ja schon klar. Aber unter der Woche ist es schon amüsant bei uns. Das macht schon Spaß. Das kann ich nur so bestätigen. Ja. Wechselt ihr die Fußballschuhe oder habt ihr immer die gleichen an? Es kommt also im Training schon. Kommt immer ganz drauf an, wie die Witterung so ist. Wenn es jetzt, viel regnet, der Platz tief ist, dann schon nochmal ein Stollenschuhpaar. Aber bei so einem Wetter wie heute, wenn die Sonne scheint, wenn es Spaß macht, Fußball zu spielen, dann schon Nockenschuhe. Es gibt da ganz viele verrückte Spieler, die dann halt durch irgendwelche Rituale ganz viel und ganz oft ihre Fußballschuhe wechseln. Da gehöre ich jetzt nicht dazu. Ich wechsle sie dann wirklich dann, wenn es Zeit ist, wenn sie dann so langsam zur Neige gehen. Ganz normal, also jetzt nichts Besonderes bei mir. Ja, ich trage meine Schuhe eigentlich auch relativ lange, bis sie quasi wirklich Löcher haben. Und bin Fan von Stollenschuhe, weil die egal bei jeder Witterung eigentlich gut sind. Und ja, vor allem Nike-Schuhe sind sehr gut. Tragt ihr wahrscheinlich auch gerne, oder? Nike-Schuhe? Sind gut, ne? Ja. Habe ich alles richtig gemacht, sehr gut. Was hättest du gemacht, wenn du kein Fußballprofi geworden wärst? Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Einzelhandelskaufmann. Das war, fand ich in jungen Jahren, war ich 16, 17, da habe ich damit angefangen. Parallel durfte ich schon bei den Profis dann mitspielen und mittrainieren. Das war dann eine Kooperation, aber ich bin heute auch sehr dankbar, dass das alles so geklappt hat. War nicht ganz so einfach die Zeit, weil wenn andere frei gehabt haben, dann stand ich halt im Laden, musste dann meine Fußballschuhe verkaufen und andersrum. Und ja, ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das heute machen würde. Zumindest habe ich eine Ausbildung gemacht, die ich, wie gesagt, sehr, sehr wichtig finde. Ob ich das normal mache nach dem Fußball, das weiß ich nicht. Aber es wäre wahrscheinlich erstmal in die Richtung gegangen, bis ich dann vielleicht was anderes hab lieber machen. Das kann ich dir so aber nicht sagen. Aber wichtig war für mich die Ausbildung, damit ich überhaupt was in der Hand habe. Ja, bei mir war es so, ich bin echt sehr, sehr spät Profi geworden, finde ich zumindest, erst mit 19. Und da habe ich auch eine Ausbildung gemacht im VW-Werk in Wolfsburg und habe sogar zwischenzeitlich gearbeitet und gespielt, bin quasi vom Werk zum Training, wieder zum Werk zurück und wieder zum Training, also immer gependelt. Und ich denke, wenn das mit dem Fußball nichts geworden wäre, dann wäre ich auf jeden Fall bei VW als Werkzeugmechaniker gelandet. Ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und das wäre auf jeden Fall sowas gewesen, was ich gerne gemacht hätte, wenn es mit dem Fußball nichts geworden wäre. Wie sieht dein Tag als Fußballprofi aus? Früh aufstehen, auch wenn frei ist. Der Kleine muss dann in die Kita. Ja, und dann muss man natürlich gucken, wann ist Training, wie sieht der Tag jetzt aus im Speziellen. Also es ist jetzt schon nicht immer, die Woche ist nicht immer klar strukturiert, sondern da kann auch mal das Training vorgezogen werden. Wir haben englische Woche, dann kann schon mal sein, dass wir dann Montag 17 Uhr trainieren, Dienstag 19 Uhr, Mittwoch 19 Uhr spielen oder dann im Bus sitzen, auswärts fahren, stundenlang. Also das ist immer von Woche zu Woche unterschiedlich, aber es beginnt auf jeden Fall immer mit früh aufstehen. Und dann musst du so gucken, wie es aussieht. Wenn wir jetzt sagen, 14 Uhr ist Training, dann auf das Training vorbereiten, zeitig herkommen, dann trainieren, dann nachbereiten, dann bist du auch 17, 18 Uhr erst zu Hause, dann gibt es Abendessen und dann ist nicht mehr viel dran am Tag. Also man hat immer gut zu tun, das muss man schon sagen.
Ja, bei mir ist es ähnlich. Ich stehe früh auf, bringe dann meine Tochter in die Schule und das Erste, was ich danach mache, sind meine Hühner. Ich habe tatsächlich Hühner, ja, die ich sehr pflege und hege und das ist mir auch sehr wichtig. Das mache ich meistens vor dem Training und ja, dann bleibt nicht mehr so viel Zeit für andere Dinge. Gehe ich vielleicht noch mal spazieren mit meiner Frau und... Ich habe noch eine Frage an euch beide. Mit welchem Argument würdet ihr versuchen, einen Wunschspieler zu überzeugen, zum FSV Zwickau zu wechseln? Und wer wäre das? Es wäre definitiv ein Spieler, von dem ich überzeugt wäre, dass er uns besser macht und weiterbringt. Das können wir nur gebrauchen. Es ist eine schwierige Frage tatsächlich. Ich würde mit Drittliga-Fußball ehrlichen, harten, aufregenden Männerfußball würde ich locken wollen. Ich würde mit einer richtig coolen Mannschaft locken wollen, die Spaß macht, die eine Mannschaft ist. Ich glaube, das sieht man auch auf dem Platz. Also wir definieren uns darüber. Wir kommen über dieses mannschaftliche Geschlossene. Der hat auf jeden Fall Spaß in der Mannschaft. Der Kaffee in der Stadt soll nicht so schlecht schmecken. Damit vielleicht. Und sonst, mit Heimspielen, die spannend sind, wo der Zuschauer gerne ins Stadion kommt, der dann hoffentlich zahlreich kommt, damit das Stadion voll ist und es nach vorne peitscht mit einer coolen Stimmung im Stadion. Das sind alles so Punkte, mit denen ich werben würde und auch den einen oder anderen, ich habe es vorhin angesprochen, großen Verein mal hier zu Hause zu ärgern. Das haben wir schon das eine oder andere Mal geschafft. Hoffentlich toi 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 auch in Zukunft. Weil das macht so besonders viel Spaß. Ja, dann so als Underdog denn die Spiele zu gewinnen, ist es unheimlich anstrengend. Aber wenn es dann die gegen Braunschweig hier dieses Jahr klappen sollte, dann ja, ist irgendwie nicht mehr so anstrengend, wenn man sich dann in den Arm liegt und freut und das auch dann auch zurecht. Mit solchen Sachen würde ich dann versuchen, den dann herzukriegen. Ja, dem ist kaum was hinzuzufügen. Aber wenn ich jetzt einen Spieler mir aussuchen dürfte, wäre es vielleicht Joshua Kimmich zum Beispiel. Weil das auch eine Kampfsau ist und der würde sehr gut hierher passen, von seinem Stil Fußball zu spielen. Was mit Messi? Na gut, ich weiß nicht, ob der das halt mag, im Training dann mal auf die Knochen zu kriegen, ob der dann noch Spaß hat. Und ich würde wahrscheinlich sagen, mit der Landschaft hier, mit der wunderschönen Mulde, die hier durch die Stadt fließt, ja, so würde ich es ihm vielleicht schmackhaft machen. Meine Frage an Mike, wann und wo hast du dein wichtigstes Tor geschossen? Ja, das ist, glaube ich, einfach zu beantworten. Das war 2020 im Sommer gegen den Chemnitzer FC im vorletzten Spiel, wo wir wirklich auf der Kippe standen und wo es wirklich sehr hart war die Wochen zuvor. Und da habe ich das 2-1 gegen Chemnitzer FC hier zu Hause geschossen, was, denke ich, ein sehr wichtiges Tor war. Das ist unfassbar gewesen und das war gleichzeitig auch mein schönster Moment hier, weil da ist echt alles abgefallen für uns alle. Und das war schon eine anstrengende, aber auch eine geile Zeit. Und das war so das besonderste Tor in meiner Karriere. Ich habe noch eine zweite Frage an euch beide, nämlich, was musstet ihr eigentlich für den Fußball aufgeben? Na, es war schon so, dass es dann in die Richtung ging, dass es professionell wird. Das geht auch in der C-, B-, A-Jugend. Da spielst du halt auch A-Jugend, Bundesliga, B-Jugend, Bundesliga. Und es ist dann schon so, dass du, wenn deine Kumpels dann von der Schule irgendwie was gemacht haben, warst du halt auf dem Trainingsplatz. So, das hast du gerne gemacht, aber es ist dann schon so, dass du sehr, sehr viel Zeit geopfert hast, wenn auch sehr gerne, muss ich schon dazu sagen, also nach der Schule, also teilweise vor der Schule Training, dann Schule, dann nach der Schule Training, da blieb nicht mehr so viel Freizeit im Teenageralter. Dem war ich mir aber auch bewusst, das habe ich sehr gerne gemacht. Es gibt aber auch genügend Leute, die es eh nicht gemacht haben, die aber kein Profi wurden. Und die kann ich auch verstehen, dass sie dann sagen im Nachgang, schon viel Freizeit draufgegangen damals, da hätte ich schon noch was anderes machen können. Das gibt es auch, es wird halt nicht jeder Profi, das ist nun mal so. Aber wenn du beharrlich dranbleibst und die Zeit nutzt und viel investierst, dann hast du große Chancen, es zumindest zu schaffen. Ja, das Erste, was mir jetzt einfallen würde, sind auf jeden Fall freie Wochenenden.
Davon gibt es nicht ganz so viele im Jahr. Das ist, glaube ich, das, was man wirklich einbüßt. Aber ansonsten, natürlich kommen auch Geburtstage teilweise dazu, ne, wo man fehlt durch Spiele, Auswärtsspiele. Aber ja, wenn es Spaß macht und du richtig Freude daran hast, dann steckst du das auf jeden Fall anders weg. Ne? Hattet ihr ein Haustier, als ihr klein wart? Ich hatte zwei Hasen, tatsächlich. Und eine unheimlich intelligente Katze. Ich bin auf dem Land groß geworden und ich hatte eine Katze gehabt, die so schlau war, bevor sie über die Straße gelaufen ist, hat sie mal nach links und rechts geschaut, ob ein Auto kommt. Wenn nicht, dann ist sie rübergelaufen. Das war schon echt große Klasse mit ihr. Die war aber auf einmal nicht mehr da. Ich weiß nicht, wo die dann geblieben ist. War sehr schade, war sehr traurig. Aber mit meiner Katze kam ich immer sehr gut klar, ja. Ich hatte tatsächlich gar keins als Kind. Dafür habe ich jetzt umso mehr. 14 Hühner, 4 Hasen, eine Wachtel. Ja, alles, was ich wahrscheinlich verpasst habe, habe ich jetzt umso mehr. Und ja, es gibt nichts Schöneres, als auch mal Haustiere zu haben. Kann ich nur jedem empfehlen. Vor allem Hühner. Da hat man jeden Tag sein Frühstücksei. Also, wenn jemand einen Tipp braucht, kann er zu mir kommen. Wenn jemand Eier braucht, auch. Wohin fahrt ihr gerne in den Urlaub? Ich fahre gerne nach Hause in den Urlaub. Oben in Rostock ist es ganz wunderbar im Sommer. Das macht schon Spaß dort. Kann da viel verbinden, Freunde treffen, Familie treffen. Nebenbei ein bisschen baden gehen. Ist schon ganz cool. Fliege aber auch gerne weg mit der Familie. In Rostock kennen wir halt alles und dann fliegen wir auch gerne mal dorthin, wo wir noch nicht waren. Ja, solche Sachen. Ich bin absoluter Fan von der Ostsee. Vor allem Warnemünde. Da bin ich jedes Jahr, fast 2 Wochen am Stück. Und ja, da bin ich wieder Erholungstäter und das ist einfach wunderschön. Da hat man alles, was man braucht. Das Meer, Strand, nette Leute, ein schöner Ort. Kann man sich sehr, sehr, sehr gut erholen. Also kann ich nur jedem empfehlen. Warum hast du die Nummer 13? Ja, das ist tatsächlich schon immer meine Glückszahl gewesen. Schon wo ich klein war. Ja, warum habe ich die jetzt gewählt? Das kann ich dir gar nicht so sagen. Aber irgendwie fand ich die Zahl schon immer cool. Und deshalb habe ich die auch lange getragen. Zwischenzeitlich auch mal nicht, in einem anderen Verein. Aber jetzt bin ich stolz und froh, dass ich sie beim FSV Zwickau tragen darf. An Könige, wie bereitest du dich auf ein Spiel vor? Ich stehe auch zeitig auf, frühstücke ausreichend mit meiner Familie und kümmere mich auch da um die Hühner vorher, weil da kann ich auch abschalten und erstmal nicht ans Spiel denken und das hilft mir immer ganz gut entspannt zu sein. Dann eine Riesenportion Milchreis, wie vorhin angekündigt, das darf nicht fehlen. Und dann bin ich eigentlich bereit fürs Spiel und freue mich einfach darauf, mit den Jungs alles rauszuhauen und für 3 Punkte zu kämpfen. Ja, mehr mache ich eigentlich gar nicht. Was willst du nach dem Fußball machen? Das ist eine sehr gute Frage. Und diese Frage können die wenigsten ganz genau beantworten. Aber ist klar, gerade wenn man dann so auf die 30 zugeht oder dann schon ein bisschen älter dann ist, dann der kommt diese Frage ganz klar und da muss man am besten schon so ein bisschen vorgesorgt haben, dass der Weg dann ins normale Berufsleben nicht so steinig und hart ist. Dafür musst du aber erstmal wissen, was du machen willst. Und da bin ich wieder beim Feuerwehrthema, also mich reizt das unheimlich. Vielleicht mache ich das. Das weiß ich aber noch nicht genau, aber vielleicht mache ich das. Ja, bei mir ist so, ich bin auch schon einen Ticken älter als Pommes und mache mir natürlich schon meine Gedanken, was ich machen möchte. Ich habe da auch schon so ein paar Ideen. Ich werde mich wahrscheinlich aus dem sportlichen Bereich eher zurückziehen und mich handwerklich betätigen. Wo genau, das weiß ich noch nicht, aber ich möchte auf jeden Fall was machen, wo ich meine Hände benutze, weil ich das gerne mache und gerne rumwerke. Und ja, da sehe ich meine Zukunft drin und das macht mir auch Spaß und ja, ich denke, das wird auch was. Wird genug für den Nachwuchs getan? Also ich finde, dass man nicht oder
dass man unheimlich viel für den Nachwuchs tun muss, weil das ist der Unterbau. Das sind die Jungs, die dann hoffentlich irgendwann dann mal hochkommen und so gefördert werden, maximal gefördert werden, dass sie halt auch ihr ganzes Potenzial abrufen können, dass sie überhaupt die Chance dazu haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich spreche da aus Erfahrung, dass in Rostock war zur damaligen Zeit schon sehr professionell und hat auch unheimlich viele Jungs dann auch in den Profifußball geführt und begleitet. Und da kann man nicht viel genug tun. Also da muss man Gas geben, wie ich finde. Da braucht man gute Trainer, gute Infrastruktur, gute Plätze, um den Jungs überhaupt die Chance zu geben. Wie gesagt, ihr ganzes Potenzial abzurufen. Also ich finde das sehr, sehr wichtig. Und letztendlich hat der Verein ja dann auch was davon, wenn dann halt Nachwuchsleute dann an die Profimannschaft herangeführt werden, hoffentlich. Und vielleicht dann hier auch den neuen Davy Frick verkörpern mit 300 und noch mehr Spielen für den FSV. Das wäre ja super klasse auf dem Niveau, auf dem wir uns jetzt gerade befinden. Das wäre schon sehr wünschenswert und ist für mich ein ganz, ganz großes Thema, weil ich das unheimlich wichtig finde. Ja, ich sehe das genauso. Ich habe da natürlich jetzt nicht so den Einblick, aber ich hoffe natürlich, dass der ein oder andere Junge auf jeden Fall auch mal hochkommt und da würde ich mich riesig freuen, natürlich auch für euch, dass ihr den Sprung schafft. Und ich hoffe einfach, dass die Trainer da sich reinhängen, aber da bin ich mir sicher, dass es so sein wird, dass ihr euch voranbringen wollen vor allem. Da gehört viel Disziplin dazu und wollen auch Spaß an der Sache, das ist auch ganz wichtig, ne? Dass man nicht nur den Druck verspürt. Welche Torwarthandschuhe benutzt du und wie oft brauchst du wieder neue? Ich trage Puma-Torwarthandschuhe, bin damit sehr zufrieden. Oh, Verschleiß, ist eine gute Frage. So 15 bis 20 Paar im Jahr brauche ich denn schon. So alle 3 Spiele müsste ich sie dann mal tauschen. Das haut da nicht mehr hin, so richtig. Dann sind sie abgenutzt und der Grip ist nicht mehr ganz so gut. Und auf unserem Niveau brauchst du ein Top-Material, das muss schon passen dann. Deswegen habe ich so einen relativ hohen Verschleiß von 15 bis 20 Paar im Jahr. Das ist es schon. Zu viel. Das ist halt so. Was ist denn zu machen? Eine Frage an Mike. Unser Captain hat ja den Spitznamen Pommes. Hast du eigentlich auch einen Spitznamen? Also mich nennen alle Mikey. Den habe ich seit dieser Saison, glaube ich, auch erst. Der ist irgendwie so entstanden, ich glaube, durch unseren Co-Trainer Robin Lenk. Ja, sonst gibt es keinen weiteren. Ich hätte noch mal eine Frage an Mike. Nächstes Jahr wird es wieder Spiele gegen deinen ehemaligen Verein geben. Wenn dann im Stadion gerufen wird, wer nicht hüpft, der ist ein Schachter, springst du mit? Natürlich nicht. Nein, doch. Also klar ist das irgendwo was Besonderes für mich. Ich würde lügen, wenn es jetzt nicht so wäre. Aber es ist trotzdem, oder beziehungsweise ich bereite mich trotzdem wie auf jedes andere Spiel einfach vor und gehe es auch so an wie jedes andere Spiel, weil es genauso wichtig ist wie jedes andere Spiel. Und deshalb gebe ich auch da Gas wie in jedem anderen Spiel und lasse mich von sowas auch nicht beeinflussen oder ärgern oder keine Ahnung. Da werden mit Sicherheit auch Sprüche kommen oder was weiß ich, aber das... Ob ihr FSV Zwickau Bettwäsche habt? Der ist gut. Nee, die habe ich nicht. Aber mein kleiner Sohn hat welche, tatsächlich. Der schläft da drin. Und der hat auch ein Trikot und auch einen Schal und auch Bilder und der ist ein kleiner Fan. Am liebsten mag er es tatsächlich nach dem Spiel auf dem Platz rumzulaufen. Das ist das Spannendste für ihn. So. Vorher still sitzen, 19 Minuten ist immer ein bisschen schwierig. Aber dann, wenn ein Abpfiff ist und er darf auf dem Platz, da freut er sich immer tierisch. Ja, ich habe im Fanshop angefragt, aber ist leider schon alles weg. Also nein. Aber ja, meine Tochter, die hat dafür das Zimmer voller Poster zum Beispiel. Aber keine Bett. Was ist eure Lieblingsmusik? Bei mir ist es breit gefächert. Es kommt immer auf die Stimmung an. Wir haben einen coolen Kabinen-DJ mit Davy Frick, der macht das immer ganz cool und der hat auch immer querbeet, alles dabei. Und ja, das passt schon. Solange nicht Bon Jovi läuft, ist das alles okay. Der ist ein großer Fan von. Auf eine Musikrichtung spezialisieren möchte ich mich nicht. Ich bin da mehr so breit gefächert. Da ist es bei mir genauso eigentlich. Ich habe jetzt keine Favoriten, ich höre eigentlich alles Mögliche. Und in der Kabine läuft auch alles Mögliche.
Und ja, vor allem Schlager hauptsächlich. Weil da kann man immer schön mitgrölen, das ist gut. Letzte Frage an euch beide. Von welchem Spieler warst du mal besonders beeindruckt und weshalb? Wir durften damals mit Hansa Rostock gegen Bayern München in einem Vorbereitungsspiel spielen. Und da war Franck Ribéry dabei. Und diese Spieler auf allerhöchstem Niveau im Fernsehen zu sehen, ist das eine, aber dann nochmal live auf dem Platz zu sehen, ist was anderes. Und da hat jede einzelne Aktion hat da gesessen. Das war schon verrückt. Ob der Gegner eng dran war, ob er viel Zeit hatte, da jeder Pass, jede Flanke, jede Ballannahme, das hat einfach gepasst. Und das war mega beeindruckend, solche Spieler mal live zu sehen, gegenüber von einem selber. Und das war schon echt beeindruckend. Also Franck Ribéry damals, sensationell. Bei mir war es so, als ich bei Wolfsburg angefangen habe damals, durfte ich ab und zu mal bei den Profis mittrainieren. Und das war genau die Zeit, wo Wolfsburg auch deutscher Meister geworden ist. Und da waren auch teilweise sensationelle Spieler dabei. Und die haben mich schon sehr beeindruckt, gerade Edin Dzeko, der sagt bestimmt noch was. Ein Grafitsch, ein Misimovic und wie sie alle hießen. Das waren schon echt krasse Spieler und da hat man sich gefühlt wie ein kleines Kind eigentlich, obwohl ich da mittendrin rumgewuselt bin. Das war schon echt toll. Wieder eine Frage an Johannes. Wie fühlt es sich an, Kapitän vom FSV zu sein? So eine große Ehre für mich, das muss ich schon sagen. Das hat mich sehr gefreut. Ist mittlerweile auch schon das dritte Jahr, das jetzt fast um ist. Als die Frage dann kam, ob ich mir das vorstellen kann, ob ich das gerne machen möchte, habe ich gar nicht so lange überlegt, sondern habe gesagt, ja, sehr gerne. Ich weiß schon, dass das eine große Verantwortung ist und dass man da in erster Reihe steht. Das war mir alles bewusst, aber ich habe mir auch so gedacht, die fragen dann halt, glaube ich, nicht jeden, sondern haben schon was dann in mir gesehen und habe es versucht, so gut es geht, irgendwie zurückzugeben, das Vertrauen, was einem gegeben wurde. Und das macht unheimlich viel Spaß und macht mich stolz, dann Kapitän dieser Mannschaft zu sein. Wenn ich dir das sagen darf, Pommes, hätte es für mich keinen besseren geben können. Dass du mal gehört hast. Ne? Ja, vielen Dank. Okay, und zum Schluss habe ich noch eine Frage an euch beide. Und zwar, was haltet ihr von Frauen- oder Mädchenfußball? Ich finde es mega cool. Ich habe es vorhin angesprochen, Manni Schwester, knapp vor 100.000 Leuten gespielt in Barcelona, Champions League, große Klasse, hat jetzt immer mehr an Zuschauern gewonnen, der Frauenfußball, und ich hoffe, dass die Tendenz weiter steil nach oben geht. Große Klasse. Warum sollen die Frauen das nicht genauso gut machen oder besser machen als die Männer? Also spricht nichts dagegen. Und große Klasse. Ich glaube auch, der DFB hat insgesamt durch einige Kampagnen da sehr, sehr viel dazu beigetragen, dass das immer nach vorne geht, und ich hoffe, dass es weiter nach vorne geht. Und die deutsche Nationalmannschaft der Frauen ist nur auch nicht ganz so schlecht, schon ein paar Titel gewonnen. Und ich hoffe, dass diese positive Tendenz auf jeden Fall weitergeht. Das wäre wünschenswert. Ich sehe das auch so. Wenn man da auch manchmal bei den Spielen zuschaut, sieht man da teilweise sogar gar keinen großen Unterschied mehr zu manchen Männernmannschaften, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Und was halt noch schade ist, dass es halt finanziell noch nicht so sehr unterstützt wird. Und da kann man nur hoffen, dass da auch noch einiges passiert, weil es wird ja immer populärer und es ist schön, das freut mich auch. Volkswagen.